Wir demonstrieren eine geschlossene Abformung. Grundlage ist das in Regio 2.5 gesetzte Microkernimplantat der Firma Medentika. Für die Abformung verwenden wir einen zuvor angefertigten individuellen Löffel. Zur besseren Haftung des Abformsilikons wird der individuelle Löffel mit einem Adhäsiv eingesprüht. Für den Transfer wählen wir den Abformpfosten individuell für die geschlossene Abformung aus. Das hier aufsteckbare Emergenzprofil unterscheidet sich zu anderen handelsüblichen Abformpfosten. Die Emergenzprofile sind in unterschiedlichen Durchmessern und Gingiva-Höhen erhältlich. Systembedingt wird eine Übereinstimmung zwischen dem zur Einheilung verwendeten Gingiva-Former und dem Emergenzprofil des Abutments garantiert. Pfosten und Emergenzprofil werden auf dem Implantat positioniert. Mit entsprechendem Eindrehwerkzeug wird die Halteschraube im Abformpfosten montiert. Die Positionierkappe wird platziert. Mit Hilfe eines Mischgerätes werden der individuelle Löffel und die Elastomerspritze befüllt. Mit der Elastomerspritze wird der Raum um den Abformpfosten und der Positionierkappe komplett ausgefüllt. Danach beginnt die Abformung mit dem Löffel. Für die Modellherstellung im Labor wird der Abformpfosten auf ein Laborimplantat montiert. In die im Abdruck gut fixierte Positionierkappe kann problemlos der Abformpfosten wieder in Endposition reponiert werden. Um den Unterschied zu verdeutlichen, zeigen wir nochmal zum Vergleich eine offene Abformung mit dem Standard-Abformpfosten.